Wir gehen jetzt diesen Berg hinunter zu einer Kirche. Und die Kirche heißt Madonna della Corona. Das Besondere an der Kirche ist, dass sie in einem Felsen quasi eingearbeitet wurde. Runter geht's hier die Treppen. Da haben wir die Kirche, die in den Felsen eingearbeitet ist. Man muss in den Felsen reingehen, um da vorne auch wieder rauszukommen. Ich bin mal gespannt, wie es da unten aussehen wird. Also hier könnte man mit dem Bus hochfahren für 1,80 Euro und der fährt jede Stunde einmal hoch und einmal runter. Aber wir sind ja sportlich, wir gehen zu Fuß, oder? Ja, dann los. Ja, am Fuße dieser Kirche ist natürlich der Gardasee. Aber hier sind wir dann etwas nördlicher, oder Anja? Etwas, wir sind jetzt im Südosten. Im Südosten? Ja. Also etwas östlicher als unser Campingplatz. Ja, eigentlich genau auf der anderen Seite vom Campingplatz. Da drüben ist der Campingplatz, wo wir jetzt unser Mobile Home stehen haben. Die Kirche war da hinten, jetzt sind wir so runtergefahren, sind an den Orten. Jetzt müssen wir gleich einmal so rum darüber fahren. Auf jeden Fall, egal wo man hier am Gardasee entlang kommt, überall sind schöne Ecken, überall sind schöne kleine Gassen entlang des Sees. Sehr gepflegt. Alles sehr belebt auch, ne? Sehr gepflegt, viele Blumen. Was machen wir jetzt? Zugfahren. Eine Karte kostet 2,50 Euro. Musik.